Einen wunderschönen wünsche ich euch und willkommen zurück zu diesem Sims 4, die 100 Baby Challenge. Ich befinde mich immer noch am frühen Morgen. Wegwerfen. Weiß nicht, was du jetzt machst hier, aber aufwischen. Und du, junger Mann, hast schon in die Hosen gekackt, okay. Den jungen Mann könnten wir mal die Windeln wechseln. Ne, den könnten wir mal hier, warte mal, baden. So. Was machen wir mit dir? Du gehst jetzt mal aufs Klo. Bevor du zum Semester musst, dann kannst du erstmal. Ja, Ruhe. Kannst du erstmal auf Klo gehen? Genau. Was hatte die in der Hand? Ein Buch. Okay. Ach, die auf Füße aufwischen, okay. So. Ein Küsschen in Ehren. Marco ist in der Pause rumgerannt und hat versucht, einige andere Kinder zu küssen. Er hat niemanden erwischt, aber die anderen Schüler sind panisch weggelaufen. So sind Kinder nun mal. Ah, bei Unikurs. Na, sehr schön. Gegenstrategie. Da Nadine ziemlich gute Noten hat, wurde sie vor kurzem von einem paar Mitschülern gehänselt. Soll sie sich auf intelligente Weise rächen oder sie ignorieren und hoffen, dass sie sich ein anderes Ziel suchen? Konfrontieren. Gut. Mike besucht eine Vorlesung. Das hatte ich noch nie gemacht. Ein Test steht an und Marco ist sehr nervös. Sein Kopf ist total leer. Abschreiben vom Nachbarn würde auch nichts helfen, da der selber schlechte Noten hat. Was soll er tun? Eine Krankheit vortäuschen oder einfach tief durchatmen? Tief durchatmen, das wird durchgezogen. Ja, Marco versucht die Angst zu unterdrücken, indem er tief und ruhig durchatmet und es wird. Ach, jetzt badet das eine Kind, genau. Oh, hier klingelt schon wieder. Toilettensandwich. Wir haben Julia heute erwischt, wie sie in der Toilette ein Butterbrot gegessen hat. Wir waren überrascht und wussten nicht, wie wir reagieren sollten. Deshalb rufen wir jetzt an. Wenn man Hunger hat, muss man essen. Und wenn die alle auf dem Klo essen will, naja, mein Gott, das ist zwar ein bisschen eklig, aber... Naja. Oh, Leute. Das sieht ja aus wie... Veronika hat den anderen Schülern außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Der nachfolgende Unterricht... wurde immer wieder durch Kichern gestört. Sorry. So, die Dame, du könntest mal das Essen bitte weglegen, hier mal bitte aufräumen. Oh, es gab Geld, das ist schön. Wir brauchen ja noch ein Kinderzimmer, ein neues. So, wenn du fertig bist, kannst du dann gleich dein anderes Kind baden. Genau. Du gehst dann mal auf Toilette. Und duschen. Und dann kannst du dir mal die Reste nehmen. So, warte. Du kriegst jetzt keinen Kaffee. Kaffee ist nicht gut. Jetzt tust du das Kind baden, bitte. Was denn los? Ich will nicht. Ne, ist mir doch egal, was du willst und was nicht. Du hast das zu machen, was ich will. So, jetzt gehen wir mal... Hallo. Danke. Formen. Los, ab geht's. Oh, ist das Klo kaputt. Lisa, Klo kaputt.
Ach, Erinnerung, okay. Mike hat sein... Das ist wieder da. Mike hat seine Hausarbeit zuversichtlich eingereicht und im Kurs so viel Wissen wie möglich aufgesaugt. Seine Bemühungen werden sich bei der Endnote für den Kurs ganz sicher auszahlen. So, Mike, dann zeig mal her, wenn du jetzt schon wieder da bist. Dann haust du jetzt mal deine Hausaufgaben durch. So. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Asuka Ikeda. Mhm. Muss ehrlich zugeben, ich habe noch nie so lange Sims gespielt, dass so viel neue Leute kommen. So, brauchst du ein bisschen Unterhaltung? Na dann los. Geht los. Geht los, geht los, geht los. So, mein kleiner Schatz, was machst du? Du möchtest spielen. Was machst du, du Lein? Du kannst jetzt eigentlich mal probieren, das Klo zu reparieren. Und dann tust du mal ein paar Zitronen verkaufen. Zitronen verkaufen. Alles verkaufen. Krokus aber nicht. Krokus. Warte mal. Tun wir die ach, ihr tut alles ernten. So, ganz einfach. Nee, du tust jetzt nicht wiederreden. Ups. So. Wie weit bist denn du, mein Schatz? Zweites Trimester in 8 Stunden, okay. Du kannst erstmal hier bitte leicht staubsaugen. Damit er mal hier ein bisschen Ordnung wird. Wieder. So. Glücklicher Single. Naja. Nicht mehr lange, Schätzelein. Glaub mir. Wegwerfen und aufwischen. So, ihr zwei. Ja, macht mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich rufe an, um dich zu informieren, dass der Urgroßvater des Freundes deiner Cousine zweiten Grades verschieden ist und dir ein großes Vermögen hinterlassen hat. Nimmst du das Erbschaft an? Sehr schön, du... Da du jetzt eingewilligt hast, musst du dich darüber informieren, dass du das Geld nur bekommst, wenn du innerhalb von 7 Tagen heiratest. Das sind die Bedingungen. Viel Glück. Oh. So, Lisa. Das schaffen wir nicht. So, so, bist du fertig, mein Schatz? Sehr schön. Na dann, ja, mach dir einen Kaffee. Ja, musst du eine Stunde auf Arbeit. Kannst du Kaffee trinken? So, was hast denn du jetzt alles geerntet, Schätzelein? Wir haben Spinat. Das ist Spinat. Spinat passt aber auch noch hier hin. Hier, hier, hier. Und hier. Gut, den Rest verkaufen. Zack. Krokusse. Die haben es auch lieber, wenn die eins auseinanderstehen. Warte mal. So. Krokusse. So. Den Rest verkaufen wir. Zitronen können wir alle verkaufen.
Und da sind Christrosen. Da brauchen wir auch noch ein paar. Die wollen auch eins auseinanderstehen. So. So. Sehr schön. Erledigt. Manchmal regen mich die Kinder so auf. Was machst du schon? Das ist schön. Schmutzige Windeln. Sarah Lockwood fragt sich, ob ich zu ihr rüberkomme. Nein. Nein. Nein, möchte ich nicht, möchte ich nicht. So, du bist jetzt fertig. Dann kannst du das Kind eigentlich nochmal füttern. Ich weiß nicht, wie oft ich die Kinder füttere und spiele und mache und mehre. Und dann tust du hier debattieren üben. Für das hast du ja jetzt schon... Ach so. Okay. Na, debattieren erstmal auf Level 5. Das ist gut. So, wo ist denn jetzt Lisa hin? Oh nein. Reparieren. Kümmer dich. Jetzt kommt wieder der komische Fatzke und sagt wieder... Na, fein. Ich sag so, wie ist. Ich tue jetzt speichern und ich tue das versuchen zu reparieren. Wenn das nicht funktioniert, starte ich das Spiel neu. Aber in der Buchte geht alles kaputt. Ein bisschen kalt? Hm. Oh nein, die Fenster sind zu Hause. Moment, die Fenster. Hopsa. Hausaufgaben machen. Hopsa. Mir scheißegal, was ihr habt. Ihr macht jetzt als allererstes Hausaufgaben. Na gut, du gehst erstmal ins Klo. Ist in Ordnung. Dann machst du Hausaufgaben. So. Mutti kommt dann gleich. So, es scheint alles gut zu gehen, ne? Sehr schön. Klingelt's. Hey Michelle, wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe Avantgardisten beitreten würdest. Was sagst du dazu? Nein, das kannst du dann selber entscheiden, wenn du das möchtest. So. Was? Nein. Doch, du bist da, du bist da. Aha. Lisa verschwindet. Oh nein!
Okay. Ja, ja, sie kommt doch schon. Oh, die machen einen Stress, die Fenster. Die machen Stress. Oh, du, 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 du. Hm. Heute haben sie Geburtstag, alle Mann. Das wird lustig. Vier auf einen Streich. Genauso wie hier. Bis eine Geburtstag, das ist auch in Ordnung. Und Sarah, ihren Geburtstag sehe ich nicht mehr. Raus. Aus dem Haus. Sarah hat pikanten Tratsch über Jules verbreitet. Okay. So, der Herr, du könntest dann erstmal. Nö, 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 nö. Du kannst hier erstmal bitte Abendessen servieren. Ja. Und du gehst danach aufs Klo. Und dann hoffe ich mal, ist er fertig mit Abendessen machen. Kannst du hier noch den Teller wegräumen? Was ist denn los hier? Nein, 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 nein. Du gehst erst aufs Töpfchen. Was? Nett. Brauch mehr Kinder. So, so, so. Pinwand voll. Aber wer bin ich? Überleg, was du gerne machst. So. Mal Pinwand löschen. Ach ja. Nur noch Kuchen backen. Bist du bald fertig? Bist du bald fertig? Danke. Dann kannst du dir nämlich auch ein Gericht nehmen. Das Kind kann sich auch ein Gericht nehmen. Das Kind braucht auch ein Gericht. Dann brauchst du Töpfchenhilfe. So, dann kannst du hier mal kochen. Jetzt tun wir die Kuchen vorbereiten. Wir brauchen zwei Kuchen. Eine Schokoladentorte. Und ich möchte gerne eine Erdbeertorte. Die gab es, glaube ich, oder? Genau, Erdbeerkuchen. So. So, stopp. Was mache ich jetzt mit dir? Du kannst das erstmal wie ein Champion pieseln. Und dann duschen gehen. Zeig mal her. Also Wasser nimmt zu bei mir. Also muss ich noch mehr Zeug davon hinsetzen. So strommäßig. Und Wasser ist nicht viel. Unbezahlte Rechnungen? What?
So. Jetzt gucken wir mal. Du bist auch so weit durch. Du musst auf Toilette. Ach nee, die muss auf Toilette. Ja, geh du erstmal aufs Klo. Dann könntest du erstmal eine Runde. Du musst mal hier ein bisschen üben. Einfach mal was anderes machen. Du tust essen, das ist sehr schön. So, dann könntest du auch dir mal was zu essen holen. Du, junger Mann, kannst dir das Debattieren weiter üben. Du tust Kuchen machen, du tust was essen, du tust noch ein bisschen üben. Du hast auch Hunger, dann nimmst du dir bitte auch ein Gericht. Du musst auf Klo, dann gehst du jetzt bitte auf Klo. Du bist müde. Du kannst ins Bett gehen. Obwohl, du könntest eigentlich mit deinem Schulprojekt noch anfangen, schnell. Damit wir nicht mit ihm angefangen haben. Kochen ist appetitlich. Ja, von mir aus. Dann hörst du jetzt auf und gehst jetzt hier aufs Klo. Und dann machst du noch eine Runde Sport. Und dann gehst du duschen. Und dann gehst du ins Bett. Was ist dir jetzt kaputt gegangen? Oh. Das Waschbecken. Dann machst du jetzt bitte auch dein Schulprojekt. Hier, vorsichtig arbeiten. Hättest du das Kind nicht erstmal auf den Topf setzen können? Ernsthaft? Na, dann mach erstmal. Yeah! Stopp. Michelle wurde befördert und ist jetzt ernsthafte Musikerin. Sie verdient jetzt 14 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 101 Simoleon pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten, 1165 Simoleons, direkt in die Charts Musikpreis. Ihr nächste Schicht beginnt am Dienstag um 15 Uhr. Nein, ich wollte doch am Dienstag die... Nein. Wer bist denn du? Gottes Willen. Und wo ist der Musikpreis? So, sie will eine Stunde ein Instrument spielen, wenn inspiriert. Sie ist nur selbstsicher jedes Mal. Was muss man da jetzt können? Klavierfähigkeit. Was sind deine Staaten? Die sind alle noch schick. Dann gehst du gleich ans Klavier und übst. Kannst du Jingle schreiben, vielleicht kriegen wir da auch noch ein bisschen Geld. So. Sehr schön. Ich wollte jetzt nach dir gucken, du könntest hier mal... Hallo Nachbar, höre ich da das Knistern und Brutzeln eines kaputten Geräts. Hier brauchst du Hilfe, ich bin handwerklich ziemlich geschickt. Herein bitten. Hallo? 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 Dreck zu essen ist wirklich ungesund. So, aufwischen. Und dann gehst du schlafen, mein Schatz. Oh, Verzeihung. Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich hier machen wollte. Macht es dir was aus, wenn ich noch etwas bleibe? Wie war dein Tag? Naja, moin, Peace und Frieden. Ich muss
Aua, mein Handgelenk. So, ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt. Und wir fangen dann in der nächsten Folge direkt an. Mit dem Geburtstag von Veronika und Marco. Mike, Marco. Marco? Marco. Kurzstrecken und Recken. Genau. Da wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge, diesem Sphere, die 100 Baby Challenge. Bis dahin. Ciao.